So, ich bin hier in der MetaQuest 2, habe die App Spatial gestartet und das ist mein persönlicher Homespace. Hier bin ich quasi zu Hause. Ähm, ja, es ist eine einfache äh, kleine Wohnfläche, könnte man sagen, eine Art Arbeitsraum mit dem wunderbaren Wasserfall. Ich habe ein anderes Video, wo ich da oben rumturne und runterspringe. Ähm, eigentlich ähm, geht es mir aber gar nicht darum, euch äh, Spatial zu zeigen, sondern in Spatial den Kreuzweg. Ähm, dafür habe ich hier ein Portal. Wie gesagt, wer noch nie mit Spatial gearbeitet hat, macht mal das Tutorial, dass man zum Beispiel einfach lernt, wie man hier das Cocktailglas äh, nehmen kann oder weiter wegstellen, äh, in der Luft zum Beispiel stehen lassen. Oder wie man läuft mit dem linken Controller oder warp mit dem rechten Controller. Und zum Beispiel dann durch diesen Link oder mit der Suche nach Kreuzweg eine neue Welt betritt. So ist das Erlebnis. Also wir sehen, wir sind hier auf einer Insel. Man sollte nicht in den Abgrund springen, sonst fällt man runter, aber keine Angst. Man stirbt hier nicht. Wir haben ja was mit Auferstehung vor uns. Man kommt immer wieder an dieser Stelle an, der sogenannte Spawn Point. Vor uns sehen wir also jetzt diese grüne Linie, die können wir ablaufen, um die acht Stationen, die hier vor uns sind, wahrzunehmen. Und immer wenn wir so einen gelben Würfel berühren, gibt es eine kurze Text, äh, also Sprachnotiz, äh, ein bis zweieinhalb Minuten, die klingt zum Beispiel dann so. Herzlich willkommen zum VR Kreuzweg. Schön, dass du dich mit Jesu Leidensweg zwischen Kalmsonntag und Ostersonntag beschäftigen möchtest. Gut ist, wenn du ca. 30 Minuten Ruhe hast, um dich auf den interaktiven Weg einzulassen, du solltest die grundlegende Bewegung in Spatial und VR beherrschen. Optimal funktionieren die Interaktionen mit einer VR-Brille. Falls du den Kreuzweg im Browser besuchst, nimm für die Interaktionen gerne Stift und Papier oder dein Handy. Und jetzt los. Folge der Linie. Jawohl. Ich merke gerade, es ist noch nicht die ganz aktuellste Version, ein paar Typos hatte ich noch korrigiert und äh, eigentlich kommt hier noch äh, Folge der, gelben, äh, der grünen Linie und äh, berühre die gelben. Punkte, also vielleicht äh, seht ihr gleich die aktuellste Version. Was man aber hier schon sieht, da hat jemand äh, vorhin schon was geschrieben. Also die Interaktionen wurden schon benutzt. Das war ich beziehungsweise jemand, der das in meinem Auftrag mitgetestet hat. Und ich laufe jetzt hier weiter. Jedes Mal bei jeder Station habe ich eine Kachel äh, mit einer Überschrift, mit einem kurzen Impuls, ein oder zwei Sätze, einem kleinen Nachdenks, äh, Nachdenkfrage und eine Aktion, also eine kleine Aufgabe, die man machen kann, und es fängt immer damit an, dass man Als einen sie Text nun in die startet, Nähe von Jerusalem kamen, nach Bettfrage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf aber eine sehr große menge breitete ihre kleider auf den weg andere hieben zweige von den bäumen und streuten sie auf den weg das volk aber das ihm voranging und nachfolgte schrie und sprach hosiana dem sohn davids gelobt sei der da kommt in dem namen des herrn hosiana in der höhe und als er in jerusalem einzog erregte sich die ganze stadt und sprach wer ist der das volk aber sprach das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Ich habe jetzt, äh, so wie es hier unten ja steht, äh, öffne Note im Menü und schreibe über die Tastatur eine Notiz, wie du Gottes Gegenwart im Alltag erlebst. Ich habe instinktiv, als der Text von der Eselin und dem Esel äh, gelesen wurde, habe ich gefragt, bin ich ein Esel? Und dann habe ich weiter gedacht, darf eigentlich Jesus auf mir in die Welt einziehen? Also, wenn Gott mit dieser Welt interagieren will, würde ich ihm zur Verfügung stehen, so wie in dieser Geschichte, oder sage ich, nö, nee, ich mache mein eigenes Ding, soll Gott doch alleine mit seiner Welt klarkommen. Jetzt könnte ich hier weitergehen mir den nächsten Text durchlesen, den nächsten Würfel berühren, dann geht der nächste Text los und hier merkt man, da sollten Leute eine kleine Skizze malen. Ähm, ich lade dich also herzlich ein, äh, sucht dir eine VR-Brille, starte Spatial, Spatial, IO, die App und äh, komm in diese VR-Welt. Ich starte jetzt nicht die anderen Stationen, zeigt dir nur noch, es geht hier weiter und dann geht es die Treppe hoch, äh, Überkreuzigung und Auferstehung und am Ende haben wir hoffentlich den gesamten Osterweg erlebt und einen wunderbaren Sonnenaufgang. Falls mehrere Leute gleichzeitig in diesem Raum sind, könnte man sich hier auch noch auf die Couch setzen, zack, und eine kleine Gesprächs-Talkrunde machen und miteinander einfach austauschen, was wir hier erlebt haben. Soweit also mein Impuls für diese Karfreitag bzw. woche 2023. Ich hoffe, ihr habt gute Erfahrungen mit diesem Kreuzweg. Lasst es mich einfach wissen, gerade auch wenn es in manchen Browsern oder mit manchen Konfigurationen nicht funktioniert. Gebt mir gerne freundliches, ehrliches Feedback und dann lerne ich fürs nächste Projekt.